Servus Leute, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Karasuka, zum erneuten Video. Und zwar heute seht ihr mal ein bisschen was anderes, und zwar das ist meine neue Location. Es wird dazu noch ein extra Video geben, aber das kommt die Tage. Tja, und heute geht es um eine neue Pfeife, Gotuka Mini. Die habe ich zugeschickt bekommen von Gotuka selber und die werde ich euch im kleinen Video heute mal vorstellen. So, jetzt haben wir die ganze Pfeife mal aufgebaut, beziehungsweise ausgepackt. Wir werden jetzt die ganze Pfeife mal auspacken. Digga, wahrscheinlich auspacken. So, jetzt haben wir das Ganze mal ausgepackt. Wir kommen jetzt mal zum Lieferumfang. Und zwar haben wir hier einmal einen Steinkopf. Man muss dazu sagen, es ist die Golden Goat. Das heißt, alles ist aus Gold. Natürlich nicht echt Gold, aber ich finde es sehr, sehr schön. Das ist der Kaminaufsatz. So, dann kommen wir zur Knickschutzfeder für den Schlauch, der auch dabei ist. Das ist einmal die Base. Das Sleeve, das Tauchrohr und die Rauchsäule, das Mundstück, was sehr, sehr geil ist, der Teller, auch nochmal Gotuka drin. Jetzt kommen wir zum absoluten Highlight, die Bowl. Es ähnelt sehr einer Caesar Bowl, eine sehr, sehr geile Bowl, die dazugehört. Wir bauen das Ganze jetzt mal zusammen auf. Jetzt machen wir das Tauchrohr. So, jetzt kommen wir zur Rauchsäule. Die kommt hier oben rein, ganz einfach reingeschraubt. Jetzt kommen wir zur Rauchsäule 2.0 quasi. So, hier seht ihr einmal die Pfeife komplett aufgebaut. Währenddessen, wo die Kohlen angehen, gehen wir jetzt einmal zum Kopfbau rüber. Und zwar, da habe ich was ganz Neues für euch, von Baku Shisha, und zwar den Scraper. Das ist einfach eine Edelstahlkarte, mit der könnt ihr ganz einfach diesen hier machen. Und ihr seht einfach, wie glatt das alles dadurch wird. Und jetzt einfach hier rein. Wir rauchen einmal den Alfracher Original White Flash. Davon machen wir 30% rein. Und als zweiter Tabak die neuen Ocean, davon machen wir 70% rein. Das Ganze wird geraucht im Temple of Shisha Funnel und... Weil das goldene Pfeife ist, kommt auch der goldene X-Hooker HMD zum Einsatz. Am Anfang immer gut umrühren. Jetzt streiche ich quasi das hier an der Seite ab, den Tabak. Davon haben wir jetzt genug. Auch das ganz gut umrühren. Riechen beide sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt mache ich hier noch eine Art Burggraben drum. Jetzt gehe ich hier mit der Spitze, gehe ich nochmal leicht die Konturen bearbeiten. Machen wir das Loch hier noch frei. Jetzt gucken wir einmal zur Seite. Fertig ist der Kopfbau. Ich habe jetzt kein Zeber, deswegen machen wir es einfach mit dem Finger. Die Ränder noch gut sauber. So, jetzt kommt der HMD drauf, Kohle und Abfahrt. So, die Pfeife ist jetzt komplett aufgebaut. Kopf ist gebaut, wie ihr schon gesehen habt. Ja, jetzt kommen wir zum ganzen Rauchverhalten. Und zwar, ich zeige euch erstmal den Blow-Off. Der kommt ziemlich hier raus. So, jetzt habt ihr einmal den Blow-Off gesehen. Jetzt kommen wir zum ganzen Rauchverhalten. Es lässt sich sehr, sehr smooth rauchen. Klar, es ist wieder Kopfbausache, ne? Wenn ihr den Kopf scheiße baut, ist der Durchzug reingeschissen. Für so eine kleine Pfeife ist der Durchzug immer perfekt. Was man danach sagen kann, das Mundstück ist extrem schwer. Aber das ist komplett Edelstahl und da ist mir scheißegal, wie schwer das Mundstück ist. Das sieht einfach geil aus. Das hält sich mega gut in der Hand. Ich kann euch mal gerade die Rauchentwicklung zeigen. Die ist einfach perfekt. Genau. So, da das eine Steckpfeife ist, könnt ihr natürlich mit den Bowls variieren. Ihr könnt eine hochwertige Caesar Bowl draufpacken, die werde ich viermal einblenden. Oder eine ganz normale Clear Bowl von anderen Herstellern, die kann man auch drauf klatschen. Hauptsache, sie muss halt klein sein. Ihr könnt jetzt keine riesige Bowl drauf klatschen, weil dann sieht scheiße aus. Dann ist es quasi Bowl frisst Pfeife, das kann man ja nicht machen. Jetzt kommen wir zum ganzen Fazit. Ihr bekommt die Pfeife im Komplettset. Komplett rauchbereit. Bekommt ihr die geliefert für 160 €. Aber jetzt könnt ihr die sparen, und zwar mit meinem Code KS10 bei Baku Shisha könnt ihr nochmal 10% sparen. Das heißt, wir sind bei genau 144 € für eine komplett rauchfertige Pfeife. Ich finde, die sieht einfach so geil aus. Die Bowl ist eine unfassbar geile Bowl. Vor allem die Qualität davon ist nochmal eine ganz andere Liga. Aber jetzt im Großen und Ganzen ist einfach eine komplett geisteskranke Pfeife. Da hat Gotuka echt eine saugeile Arbeit geleistet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auf größere Pfeifen steht oder auf kleinere Pfeifen. Checkt gerne meinen Insta-Kanal ab, Karasuka. Dort seht ihr Reels, Content zu Pfeifen, geile Bilder. Und genau, damit bin ich raus. Ich wünsche euch einen schönen Abend und Peace out.